Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu Fallout 4. Wir sind hier an Gabriels Terminal. Das ist der Synth, den wir die letzten beiden Folgen gejagt haben. Das ist quasi die erste Institutsquest. Ich habe mich aber noch nicht für das Institut entschieden. Aber da will ich nachher was zu sagen, weil ich glaube, ich werde eventuell... Ich weiß es noch nicht. So, bevor wir Gabriel treffen, denke ich mir mal, sollten wir was über ihn in Erfahrung bringen, damit wir vielleicht gleich eine gute Entscheidung treffen können. Mai 2282. Da wären wir also. Unser neues Zuhause. Wir haben nur einen von Andersons weniger nützlichen Zehen verloren. Okay, die Zehen von Anderson waren weniger nützlich. Okay, ansonsten gab es kaum Probleme dabei, die Murlocs aus diesen alten Pötten zu vertreiben. Jetzt müssen wir uns nur noch überlegen, was wir als nächstes tun sollen. Kaum einer von uns erinnert sich noch an das Leben von den Minutemen, vor den Minutemen. Aber es war General Becker, der die Jungs zusammengehalten hat. Jetzt ist er tot und es ist nur eine Frage der Zeit, bis die Milizen bekriegen werden. Da habe ich keine Lust drauf. Aber wir können etwas aus dem Laden hier machen, da bin ich sicher. Außerdem gibt es keinen anderen Weg. Moment. Archiv für Benutzer. Das ist das Archiv für James Wire. Das ist nicht das Archiv für Gabriel. Das ist vielleicht auch wichtig. November. Wir verbrauchen deutlich mehr Lebensmittel als geplant. Die Leute haben Hunger. Wir haben das Essen zwar rationiert, aber die Späher müssen bald etwas finden, sonst bekommen wir Probleme. Dezember. Ich habe Anderson und Williams heute erhängen lassen. War nicht schön, unsere besten Schützen zu exekutieren, aber es musste getan werden. Ende letzten Monats haben sie Vorräte und Essen gefunden. Wir waren am Verhungern, also habe ich nicht gefragt, wo das Zeug herkam. Heute haben wir dann Besuch von den Wachen aus Bunker Hill bekommen. Wie sich herausstellt, haben meine Jungs die Karawane überfallen und uns mit der Beute durchgefüttert. Ich habe den Wachen mein Wort gegeben, dass ich die Jungs gerecht bestrafen würde. Und ich halte mein Wort. Das ist meine Bestrafung. Anderson und Williams? Nee. James war das, okay. Scheiße, es reicht. Eine weitere Karawane hat meine Jungs beschissen. Diese Söldnerkacke, zu der wir gezwungen sind, lohnt sich nicht, wenn die Dreckskerle nicht bezahlen. Ich habe versucht, die Händler in Bunker Hill zu überzeugen und zu helfen, uns was zu essen zu geben. Aber sie sind hart geblieben. Sie steckten damit drin, da bin ich sicher. Nein, es reicht. Heute werden meine Jungs und ich ein Exempel statuieren. Okay. Im Februar war das. Zwei Monate später... Vier neue Rekruten heute. Meinten, sie hätten gehört, dass die Raider in der Bucht eine Menge Kronkorken an Land holen. Raider, so haben sie uns genannt. Und sie liegen damit nicht falsch. Wir machen echt eine Menge Kohle. Bunker Hill, die Karawanen, die bezahlen uns, damit wir nichts tun. Sie in Ruhe lassen. Seit wir die Minutemen verlassen haben, ging es uns nie besser. General Becker würde kotzen, wenn er uns jetzt sehen würde. Aber er ist tot und wir sind noch am Leben. Mhm. Okay, ehemalige Minutemen, was? Schau an, schau an. So, so. Habe ich den geknackt? Nee. Auch nicht, ne? Oder? Nee. Anscheinend nicht. Habe ich den in der letzten Folge nicht schon gesehen? Wundert mich. So ein bisschen. Ja. Superkleber. Jo. Würde man einen Dirigenten mit dem Orchester zu sehen. So, danke. Ja, den nehmen wir auch mit. Oh. Mechanikeranzug. Nö, oder? Nö. Könnt ihr mal... Junge, ey, ich... Mehr hast du nicht drauf. Beweg deinen Arsch. Lass mich raus. Ich schieß dir gleich einen Kopf, du. Junge, ey. Das ist echt unglaublich. Die KI ist echt mal strunzdumm hier. Einkaufskorb. Die mache ich dann immer noch mit. Ich sollte erst was essen, glaube ich. Damit ich wieder halbwegs Leben habe. Okay, läuft. Hä? Ja, falscher Weg. Ich muss ja nach oben gehen. Ja, hatte ich mir auch schon gedacht, dass es hier nach draußen geht. Hier geht's hoch. So, da müssen wir raus. Gut, wir mal
wirst du sehr beeindruckt. Bestimmt Agentnis wow. Ihr habt es ganz also braucht das Institut so dringend Ressourcen, dass es Beute von ehrlichen, hart arbeitenden Commonwealth-Banden stiehlt. Das ist Gabriel. Wie viel Beute habt ihr denn? Gabriel, du bist nicht der, den du zu sein glaubst. Du bist ein Sünd und wir bringen dich nach Hause. Du wirst sterben, Rückrufcode benutzen. Wie viel Beute habt ihr denn? Ah, ihr seid also wegen Beute hier. Das ist ein Sünd. Die können wir erledigen. Du bist gleich tot. Ich weiß, was ich tue. Wir haben einen kleinen Vorrat. Pass auf, ich gebe ihn euch, wenn ihr dann verschwindet. Was sagst du? Habe ich dein Wort? Und wenn ich ablehne, du hast mein Wort, gib mir was du hast und wir gehen. Scheiße, nein, ich nehme hier einfach, was ich will. Und wenn ich ablehne, dann hast du deinen scheiß Verstand verloren. Wenn ihr es so haben wollt, bringen wir es zu Ende. Ey, Leute. Und tschüss. Ei, das ist mal eine blutige Kiste hier. Gute Arbeit, Sir. Ich bringe den Zünd zurück. Tatsache. X688, bereit für Transmission mit zurückgeholtem Zünd B592. Wow. Das ging rasant. Okay. Jetzt hat er ihn ja abgeschaltet, denn doch. Ohne dass ich irgendwas machen konnte. Hätte mir jetzt auch gedacht, dass es vielleicht anders läuft noch. Das war jetzt sehr schnell alles. Konnte ich ja gar nichts tun, was? Hier ist noch ein Terminal. Entsperren, wenn du ein Terminal gesperrt. Alles klar. Den Code kann ich nicht knacken. Nick. Aufgepasst. Wie sieht der Plan aus? Ist zu gut geschützt. Wie der Plan aussieht? Ich bleibe dann mal hier. Zu gut geschützt. Oh Mann, ey. Befehl. Ich höre dir aufmerksam zu. Ja, so, jetzt aber. Entsperren? Guter Plan. Dann mach doch mal. Gut, dass ich ihn dabei habe. Du meine Güte. Das ist besser gesichert als... Aber eine rote Überredungsquest versuche ich gar nicht erst. Das ist nutzlos. Hätte ich vielleicht doch mal ein Charisma setzen sollen? Ich weiß nicht. Aber ich wollte dieses eine Terminal wollte ich wenigstens immer selber machen. Schön. Versuchen wir es eben auf andere Weise. Mist. Tut mir leid. Klappt nicht. Und solange es geht, nickt mir auch. Was? 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 Bitte? Was? Aufgepasst. Ich bin ganz Ohr. Sieh mal, was du tun kannst. Na klar doch. Was heißt, hier klappt nicht? Bei dem hier komme ich nicht rein. Warum nicht? Ich will... ich will an diesen Safe ran. Ach, das gibt's doch nicht. Och, Mann. Ach, das ist jetzt aber ärgerlich. Okay, triff dich mit Vater. Ich würde sagen, das machen wir mal. Wo zum Geier war denn das Institut jetzt? Begib dich zur Finch Farm. Das kann es ja nicht sein. Wo war denn das Institut überhaupt? Moment. Nee. Hier, da ist noch. Ach so. Ach, da ist das Institut. Ja, dann reisen wir da mal eben schnell hin. Das machen wir mal. Und dann sprechen wir mal mit Vater. So, und jetzt bin ich echt am Überlegen, weil ich glaube, wenn man die erste Quest irgendwo abgeschlossen hat, dann muss man sich wohl entscheiden, was man macht. Und, also mir gefällt das Institut nicht wirklich, glaube ich.
Ich bin mir nicht sicher. Also bei den Minutemen finde ich ganz okay, aber da habe ich jetzt gehört von vielen Zuschauern, dass die unheimlich viele endlos Wiederholquests haben. Und das wird irgendwann schnell öde, denke ich mir. Das ist das eine. Und das ist dann nicht so ganz mein Ding, finde ich. In welche Station wollte ich denn noch rein? Synth Retention. Da haben wir auch noch einen Kommentar. Advanced Systems? Nein. Nein, Bioscience war es nicht. Robotics war es, glaube ich. So, die Bruderschaft nimmt die meisten. Ich will nicht unbedingt das machen, was die meisten nehmen. Das finde ich auch doof. Dann bleiben noch die, wie heißen sie noch? Die Railroad. Das könnte ich mir interessant vorstellen. Oder das Institut. Jetzt hatte mir jemand vor mehreren, ist schon 2 Wochen, glaube ich, her, mal so ein Schema verlinkt, welche Quests man in welcher Reihenfolge irgendwie machen kann. Also da waren die ganzen Quests aufgeschrieben, nur die Namen nicht, was man machen muss, von den einzelnen Fraktionen. Und ganz viele rote und blaue Linien, wer dann mit wem verfeindet ist, und habe ich nicht so richtig geblickt, muss ich zugestehen. Mir ist nur aufgefallen, dass bei 3 Fraktionen heißt die allerletzte Quest, trägt überall denselben Namen. Der Name ist die Atomare Option. Ich habe mir nicht durchgelesen, was das für eine Quest ist. Nur, es heißt die Atomare Option. Das ist die letzte Quest bei 3 Fraktionen. Die letzte Quest beim Institut hat einen anderen Namen. Und die heißt die Atomare Familie. Und mich reizt es irgendwie zu sehen, also die atomare Option kann man wahrscheinlich sich überall angucken, weil irgendwie keiner das Institut nimmt. Und mich reizt es. Ich würde ganz gerne wissen, was das für eine Quest ist, weil die ja ganz anders heißt. Die atomare Option klingt so wie, wir jagen es normal hoch, ich weiß es nicht. Und die atomare Familie klingt auch irgendwie nicht viel schöner, wenn ich so an Virgil denke. Deshalb bin ich ernsthaft am Überlegen, ob ich das Institut nehme. Das kann ich jetzt aber mit euch natürlich nicht absprechen, weil wir jetzt gerade nicht im Chat sind. Eigentlich würde ich gerne mal fragen. Letztendlich muss ich selber entscheiden, das weiß ich auch. Und das werdet ihr mir wahrscheinlich auch schreiben. Ich muss mir mal überlegen. Ja, hier sollte ich rein. Das sieht ja cool aus. Das sieht ja echt lustig aus hier. Und Foto. So. Du willst dir einfach nicht eingestehen, was es ist. Wenn du jetzt wieder eine deiner flammenden Reden über künstliche Processing. Kann mir nicht vorstellen, an der Oberfläche. Robotic Terminal. Da will ich gerne mal ran. Hi. Theoretische Grenzen sind dazu da, um überschritten zu werden. Ja, dann geh doch mal weg. Ich will das mal in den Nutzen. Danke. Mal gucken, was da drin steht. Abteilungsnotizen. Bekannt werden wegen Kindersynth-Prototyp. Moment. Haben wir das nicht schon mal gelesen? Ich mache mir Sorgen, was die Behebung unserer Probleme mit dem Kindersynth-Prototypen angeht. Ich kann gegenüber dieser Abteilung nicht genug betonen, wie wichtig es ist, diese Schwierigkeiten so schnell wie möglich und vollständig in den Griff zu bekommen. Wieder und wieder haben wir Fehler behoben, nur damit sie kurz darauf erneut auftreten. Ich frage mich allmählich, ob wir unsere vermeintlichen Lösungen ausgiebig genug testen, bevor wir uns den nächsten Problemen zuwenden. Ihr wisst, dass ich großes Vertrauen in euch habe, aber die Zeit läuft uns davon. Ich muss euch bitten, alles in eurer Macht Stehende zu tun, um die Projektziele im vorgegebenen Zeitraum zu erreichen. Moment. Das hat oberste Priorität, Vater. Okay.
Ich wurde darauf hingewiesen, dass einige von euch mit den Methoden und Vorgehensweisen des SCB bei der Suche nach verschwundenen Synths nicht einverstanden sind. Ich möchte ein paar Worte zu diesem Thema verlieren. Zunächst einmal solltet ihr wissen, dass ich mir eurer Bedenken bewusst bin und mit Dr. Ayo darüber sprechen werde, um sicherzugehen, dass er davon weiß. Jede Art der Störung eurer Arbeit gilt es ernst zu nehmen, besonders in diesen schweren Zeiten wie diesen. Allerdings muss ich euch um Geduld und eure Mithilfe bitten. Ohne gewisse Störungen und Unannehmlichkeiten ist es einfach unmöglich, alle Informationen für diese Untersuchung zusammenzutragen. Vergesst nicht, dass eure Mitarbeit entscheidend dafür ist, diese Untersuchung zu einem schnellen und erfolgreichen Ende zu bringen. Ich bin sicher, dass wir uns das alle wünschen. Synth gegen Android. Während die Produktion unserer Gen 3 Synths zügig vorangeht, möchte ich die Gelegenheit nutzen, um unsere Kategorisierung zu formalisieren. Die Bezeichnung Androide wurde seit Bestehen des Instituts synonym zum Begriff Synth verwendet. Und obwohl einige unserer älteren Mitglieder Androide vorziehen, allen voran Dr. Zimmer, hat sich die Bezeichnung Synth mittlerweile durchgesetzt. Heute sind unsere Schöpfungen der dritten Generation tatsächlich synthetische Wesen, sodass Synth als Name passender denn je erscheint. Ab sofort würde ich es begrüßen, wenn alle offiziellen Institutsaufzeichnungen und jegliche Korrespondenz den Begriff Synth bzw. Synths verwenden würde. Lasst uns unsere Vergangenheit besinnen und das Erbe der Androiden in Ehren halten, aber lasst uns auch in die Zukunft blicken und gemeinsam die Möglichkeiten des Synths erkennen, Vater. Das Problem. Und wenn ein Synth einen Fehler hat, ist er nach jedem überprüfbaren Standard ein Lebewesen. Natürlich ist es viel bequemer, sie als Maschinen anzusehen. Krass, der wird jetzt zusammengebastelt. Moment, da muss ich ein Foto von machen. Das ist ja unglaublich. Krass. Das können wir die Entstehung eines Synths beobachten. Der kriegt einfach Haut gelasert und alles. Das habe ich nie behauptet. Ich versuche nur den Leuten die Augen für neue Möglichkeiten zu öffnen. Das ist eine unerwünschte Ablenkung. Und als nächstes? Wir sind Wissenschaftler, keine Philosophen. Du tätest gut daran, dir das zu machen. Willkommen im Institut. Bitte hier entlang. Hä? Du hast nicht vielleicht noch einen Polarisator übrig, oder? Ich muss mal gucken, was hier passiert. Guck mal, der baut da die Knochen zusammen. Und baut den Synth da. Der hat ihn... Wo ist er jetzt hin? Ich habe nicht aufgepasst. Reichen Sie für eine Wartung bitte eine Meldung bei der Abteilung... Oh, okay, jetzt, der wird unter Strom gesetzt. Das ist wirklich wie bei Frankenstein, ne? Und nun? Schön, dich zu sehen. Und was macht er da jetzt? Jetzt wird er ausgehärtet. Aha, jetzt kommt er da in dieses Bad rein. Und gleich steht er auf und geht da durch. Das ist ja unglaublich. Und hat schon Höschen an. Ich kann nicht mit ihm reden. Bitte hier entlang. Ey, der hat mich einfach zur Seite... ich kann doch nicht hinterher. Also was mir nicht gefällt, ist die Idee, dass sie ja irgendwie alle Menschen auf der Erde gegen Synths austauschen wollen, um ihre Ziele durchzusetzen. Das ist etwas, was mir wirklich nicht gefällt. Und ja. Angeblich startet daher bin ich mir jetzt nicht so sicher, ob ich jetzt hier mitmachen will oder nicht. Ich bin jetzt echt ernsthaft überlegen, ob wahrscheinlich habe ich so viel Zeit. Also eigentlich habe ich jetzt Lust, heute noch mehr aufzunehmen. Und da oben sitzt er ja. Eigentlich hätte ich jetzt Lust, heute noch mehr aufzunehmen. Das würde ich sonst nicht machen. Dann würde ich vielleicht doch erstmal auf eure Kommentare warten. Aber ich weiß ganz genau, dass eure Antwort sein wird,
Das musst du entscheiden, Will. Da bin ich mir recht sicher. Also die meisten von euch werden schreiben, glaube ich. Zumindest die meisten, die ich länger kenne. Es werden bestimmt auch ein paar Leute schreiben, die mich auch gucken. Geht zur Bruderschaft, die ist cool. Sagt bestimmt auch jemand. Die ist auch bestimmt ganz cool, die Bruderschaft. Aber ich weiß nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass so Menschen wie Ivy oder Sucher so sein oder Tobi Faux oder ich habe jetzt erstmal nur wahllos Namen genannt, aber das meine ich mit die mich länger kennen und also nur stellvertretend für alle anderen. Ne? Ich glaube, eure Reaktion wird sein, Bell, entscheide du. Und ja, ich glaube, so gut kennen wir uns dann doch schon gegenseitig. Wir sprechen ihn jetzt erstmal an. Schön, dass du unversehrt bist. Die Aufgabe war schwierig, aber du musst es selbst erleben, wie gefährlich ein abtrünniger Synth sein kann. Du, der Synth war gar nicht gefährlich. Die Raider in seiner Umgebung, und die waren auch nicht wirklich gefährlich. Mir egal, wer Schuld hat, ich wollte nur einen Killer aufhalten. Das Institut hat den Synth gebaut, also ist es auch für seine Taten verantwortlich. Ja, das werde ich sehen. Das Gabriel, ist eine wirklich wichtige Sache. Gabriel und seine Bande waren kranke Bastarde, die Opfer wie Trophäen aufgehängt haben. Gut, dass es vorbei ist. Was kümmert dich die Oberfläche? Hier unten seid ihr doch in eurer eigenen Welt. Nee. Das Institut hat den Synth gebaut, also ist es auch für seine Taten verantwortlich. Finde ich nicht. Doch. Ein Synth ist von Natur aus nicht böser als eine Waffe. Wenn ein Mann durch einen Schuss stirbt, trägt der Hersteller der Waffe die Schuld. Oh, dieses alte Klischee. Die Schuld trägt der den Abzug gedrückt hat. Wir haben den Synth gebaut. Aber ob es geplant war oder nicht, die Agenten der Railroad haben aus ihm einen Killer gemacht. Aber genug davon. Die Aufgabe ist erledigt und du hast den Synth unversehrt zurückgebracht. Besser hätte ich es mir nicht erhoffen können. Gut gemacht. Während du weg warst, habe ich ein Quartier für dich einrichten lassen. Du findest alles, was du brauchst, sowie reichlich Waffen und Ausrüstung. Schau es dir mal an, es wird dir bestimmt gefallen. Kann es sein, dass wenn ich in mein Quartier gehe, dass ich dann mit denen hier fest befreundet bin oder sowas? Ich meine, ich kann ja jetzt schon immer hinreisen, ne? Geh in mein Quartier. Wo soll denn das Quartier sein? Okay, hier nicht. Ein Stock höher, oder? Was machen wir denn jetzt, Mensch? Ist es mein Quartier? Nee, mein Quartier ist ein Stock tiefer. Okay. Ihr Quartier ist da drin, Sir. Ups. Wo? Da? Hier ist Ihr neues Quartier, Sir. Ihr Quartier ist da drin, Sir. Eigentlich ist mein Quartier draußen und nicht hier. Wenn Sie hier fertig sind, Sir, möchte Vater Sie sehen. Errungenschaft freigeschaltet. Unaufhaltsamer Wanderer. Eine in jeder Hinsicht erfolgreiche Mission, Sir. Scheiße. Jetzt habe ich mich doch für die Jungs hier entschieden, weil ich da reingegangen bin. Okay. Wie ich gehört habe, war der dann sind die Railroad jetzt mit mir wohl. Gut, dass er wieder da ist, wo er hingehört. Verfeindet, was? Moment, wo war dein Vater?
Oh, ich kann gar nicht Vater zu ihm sagen. Die Schlacht von Bunker Hill. Auch ein Stock tiefer, alles klar. Ah, hallo Vater. Sag mal, was würdest du tun, wenn dich jemand bestohlen hätte? Vater sagt Vater zu mir. Wenn ich jetzt hier weitermache, dann bin ich im Institut, ne? Wahrscheinlich bin ich schon. Von daher würde ich sagen, aber ich müsste doch eigentlich eher für die Sache sein, wenn ich etwas mache. Bist, na gut, bist du noch da? Also die Minutemen sind mir echt egal. Für die Bruderschaft bin ich jetzt irgendwie auch nicht. Die gehen ja los und knallen alles ab. So, das ist ja... Die meisten gehen in die Bruderschaft, um gute Waffen zu kriegen. Pfeif drauf. Das ist eine wirklich wichtige Sache. Also die Railroads setzen sich dafür ein, dass die Sons als freie Wesen anerkannt werden. Ne? Und sie hier, also sie wollen damit die Erde beherrschen. Ich hoffe, du bist nicht zu überwältigt. Mann, ich überlege. Ach, aber ich würde gern schon mal wissen, was das mit dem Institut auf sich hat. Mich würde es echt interessieren. Alles andere kann man sich auch woanders angucken. Von daher mache ich das einfach mal. Auch wenn es vielleicht ein bisschen gegen meine Intuition ist. Aber vielleicht ist es ja ganz gut, wenn ich mal was anderes ausprobiere. Ich glaube, wir sitzen das aus. Ich teleportiere mich erstmal nach Hause. Und ich schlafe dann nochmal eine Nacht drüber. Und wir können ja in den Kommentaren vielleicht auch mal drüber sprechen. Das würde mich echt mal interessieren. So. Entscheiden muss ich es nachher letztendlich nur alleine. Das ist mir auch klar. So. Ich kann ja in der Zwischenzeit mal zu Hause ein bisschen weiter aufbauen und vielleicht so eine Übergangsfolge damit machen und dann entscheide ich mich, was ich da letztendlich mache mit dem Institut oder auch nicht. Okay. Ups. Ich verabschiede mich an dieser Stelle. Wir sehen uns und wir lesen uns hoffentlich. Bis dann. Tschüss.